Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des neuen Pathfinding Guides, jetzt in der Resurrected Grafik und mit noch mehr nützlichem Detailwissen. Bevor wir loslegen, kurz vorweg ein paar Basisinformationen dazu, wie sich die Maps aufbauen und wie man diesen Guide richtig versteht. Viele Outdoor-Karten in Diablo 2 haben eine quadratische bis rechteckige Form, wobei die Ecken an den Mitten der Seitenkanten des Bildschirms orientiert sind. Das Rechteck steht also so betrachtet auf der Spitze. Bei solchen Karten werden wir uns an den Ecken und Seitenkanten orientieren. Viele Indoor-Karten werden aus einzelnen Pattern zusammengesetzt, die sich wiederholende Muster aufweisen. Die Map-Struktur kann man dann folgendermaßen skizzieren. Es gibt in der Mitte ein Pattern, ich nenne es einfach mal Mittelstück, und an diesem Pattern grenzen nach oben links, oben rechts, unten links und unten rechts weitere Pattern, zum Beispiel Wegpunkt-Pattern, Level-Ein- und Ausgang oder auch Questziele oder goldene Kisten. Die Pattern sind Rechtecke, die skizzenhaft zu einer Art Kreuz angeordnet sind, so wie hier im Bild. Das bildet aber nur die grobe Struktur ab, die Kreuzform ist also nicht bildhaftig auf die Maps zu übertragen. Die Außengrenze der Karte kann sehr verschiedene Formen annehmen und die einzelnen Pattern müssen weder quadratisch noch gleich groß sein. Für die vereinfachte Darstellung und ein besseres Verständnis ist die kreuzförmige Darstellung generell aber sehr gut, wie wir noch sehen werden. Als Beispiel habe ich hier das Layout vom Kerker des Hasses Level 2 genommen. Wenn man vom Eingang aus im Uhrzeigersinn erkundet, wird man in der Regel erst am Wegpunkt vorbeikommen und danach am Ausgang. Die Außengrenze der Map ist dabei wie der Rahmen einer Uhr zu sehen und man läuft dann im entsprechenden Dresen am Rand entlang. Hier sehen wir ein Idealbeispiel, Level 3 ist vom Wegpunkt aus direkt nebenan im Uhrzeigersinn. Ein weiteres Beispiel für Maps, die generell im Uhrzeigersinn zu erkunden sind, ist der Turm. Gegen den Uhrzeigersinn geht es dagegen zum Beispiel in der Wurmgruft oder im Weltensteinturm. Ich sage generell, weil es auch immer mal Ausnahmen gibt. Ich versuche einmal kurz und grob zu erklären, wie die aussehen und zustande kommen. Wie erwähnt sind Größe und Form der einzelnen Pattern nicht so ideal gleichmäßig, wie sie in den Skizzen dargestellt sind, so kann es auch vorkommen, dass sich die Pattern anders anordnen als normal. Bei der Anordnung geht es immer darum, dass die einzelnen Map-Stücke ja alle einen Anschluss zum Rest der Karte haben müssen. Und wenn sich die Pattern rings um das Mittelstück verteilen, hat man logischerweise alle vier Richtungen dabei. Also bei einem Pattern ist der Anschluss an die Map oben rechts, bei einem oben links und so weiter. Durch ungünstige Formen und Größen kann es nun aber auch dazu kommen, dass sich so etwas hier bildet. Das Pattern, welches sich eigentlich oben rechts befindet, mündet hier nicht am vermeintlichen Mittelstück, sondern an dem zu groß geratenen links unten Stück. Diese Skizzen sollte man allerdings nicht überstrapazieren, sie sollen nur das Prinzip verdeutlichen. So kann es dann aber passieren, dass ein Ziel, das eigentlich direkt im Uhrzeigersinn zu erreichen sein sollte, dann doch komplett entgegen der Regel liegt. Hier mal ein Beispiel dafür im Turm. Je schneller man solche Ausnahmen erkennt, desto besser, vor allem bei Speedruns. Nun aber genug der Theorie, auf in die Praxis. Akt 1 beginnt mit den grünen Outdoor-Maps, auf denen man sich grundsätzlich gut an den ausgetrampelten Wegen orientieren kann. Die Wege führen nämlich immer entweder zu einem angrenzenden Gebiet oder zu einem Höhleneingang. In dieser Übersicht seht ihr schon mal alle Gebiete und Höhlen aus Akt 1 und wie sie miteinander verknüpft sind. Im Blutmoor führt ein Weg zur Höhle des Bösen und der andere zu Flavi, die am Übergang zur kalten Ebene wartet. Dort ist auch direkt der erste Wegpunkt. In der kalten Ebene führen die Trampelpfade zum Friedhof, zum Feld der Steine und zur Grotte. Der Durchgang zum Friedhof ist dabei immer irgendwo in einer Ecke der Map positioniert und das Feld der Steine mündet eher mittig an einer der Seitenkanten. Im Feld der Steine führt der Weg immer recht nah an den Monolithen vorbei, sodass man diese leicht finden kann. Er endet am Eingang des unterirdischen Durchgangs, der kann sowohl im Karteninneren als auch am Rand liegen. Im unterirdischen Durchgang finden wir folgende Struktur vor. Das Ausgangspattern hat immer eine entgegengesetzte Orientierung zum Eingangsstück, darum wollen wir hier möglichst geradlinig zum gegenüberliegenden Ende rüberlaufen. Wenn man im Uhrzeigersinn läuft, kommt man in der Regel zu Level 2. Der Ausgang aber führt in den Dunkelwald und von hier aus führt der Weg nur weiter zum Schwarzmoor, von da aus zum Loch und weiter zum Tamo-Hochland. Von dort geht es weiter in die Grube oder zum Klostereingang. Dieser ist immer etwa mittig an der Kante oben rechts positioniert,
sodass man den Weg hier eigentlich gar nicht mehr braucht. Das äußere Kloster hat dann immer dieselbe Struktur, in der Mitte findet man den Wegpunkt und hier machen wir auch gleich weiter. Erst einmal geht es aber auch noch in den Turm, den man irgendwo im Schwarzmoor findet. Hier erkundet man, wie eingangs schon erwähnt, im Uhrzeigersinn bis Level 5 und dort ist das Map-Layout wieder fix. Nun aber zum äußeren Kloster. Hier kann man schon am Wegpunkt erkennen, in welche Richtung man muss. Layout A. In der Mitte ist ein kreuzartiges Gebilde von Büschen, die mit einer Mauer umzogen sind. Und in den vier Ecken sind nochmal kleinere quadratische Formen. In dem Fall geht man den mittleren Weg bzw. nach oben rechts. Layout B. In der Mitte ist ein Brunnen, der Wegpunkt befindet sich rechts davon. Am Rand sind quadratische Buschgebilde in den Ecken und rechteckige an den Seitenkanten. In diesem Fall geht man den Weg links bzw. nach links oben. Und Layout C. In der Mitte befindet sich ein Brunnen und der Wegpunkt links. Die Umrandung besteht diesmal aus vier Eckstücken, welche jeweils mittig an den Seitenkanten einen Durchgang lassen. Wenn die Map so aussieht, geht man rechts lang, bzw. nach unten rechts auf dem Bildschirm. Die Kaserne erkundet man auch wieder am besten im Uhrzeigersinn, so findet man meist zuerst das Gefängnis. Im Gefängnis Level 1 sind die Pattern meist so angeordnet, dass Level 2 gerade gegenüber vom Eingang ist und der Wegpunkt vom Eingang aus im Uhrzeigersinn dazwischen. In Level 2 und 3 geht's dann auch im Uhrzeigersinn weiter. Inneres Kloster und Kathedrale sehen immer gleich aus und für die Katakomben gibt es erstmal kein anwendbares Muster. Doch wenn man vom Wegpunkt aus losgeht, findet man Level 3 in der Regel gegen den Uhrzeigersinn. Das war der erste Akt, im nächsten Video geht es dann weiter mit Akt 2. Bis dahin verabschiede ich mich, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Kommt schon! Folgt mir!